So, zu einer kleinen Folge City Skylines, heute mal wieder auf dem schönen Kanal, nicht dem besten, sondern eben dem schönen Kanal Männer's Award LP. Ich begrüße euch wieder hier, wie gesagt, um 8.17 Uhr nehme ich gerade den Part auf, für die Leute, die es interessiert. Und ich wollte einfach mal was gucken. Leute, hier haben Müllprobleme, warum das? Wir haben so viele, hier kommen sie doch an. Wir gucken uns mal den Verkehr an. Hier ist hundertprozentig was falsch mit dem Kreisverkehr. Da bin ich mir zu 200% sicher. Ich weiß noch nicht das. Aber ich glaube immer, das hier ist falsch. Ich glaube, wollte ich das die eigentlich lassen? Naja, der Verkehr muss etwas geregelt werden. Und wenn es so geregelt werden muss, dann wird es so geregelt. Weil das kann sich hier nicht anstauen. Das geht nicht. Ja, zu einer Vorproduktion. Oh, hier ist ein Stoppschild. Bestimmt, ja, da ist ein Stoppschild. Warum ist überall ein Stoppschild hin? Ja, Stoppschild raus. Das staut sich nur bis... Guck mal, es geht ja schon bald auf die Autobahn hoch und hier auch. Und hier kommen sie nicht mal raus, die Autos. Weil sie ja warten, bis die rauskommen. Ach du Scheiße. Naja, da müssen wir, glaube ich, noch irgendwann mal was ändern. Ja, heute, muss ich zur Nachtschicht und das ist die eigentlich ein großer Scheiß, jetzt schon munter zu sein, aber ich wollte angeblich noch dann Fahrrad fahren mit jemanden und deswegen habe ich gesagt, ach Pille, ich schaffe das, ich bin der Meister, ich bin Menzi, ich bin dann tot. Überlegt mal, jetzt 8 Uhr und Nachtschicht, aber ich habe gesagt, ich mache das und deswegen mache ich das auch. So, ein bisschen Abwasser und Dingsklärung. Abwasser und Dings, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier oben, die sind schon die ganze Zeit am Meckern, dann ist es so. Hier ist auch relativ viel los. Ah, hier kommen wir am besten mit einem Stoppschild. Und hier machen wir mal was ganz anderes. Das heißt, wir machen mal hier ein Stoppschild rein und die dürfen durchfahren. Gucken wir mal, wie sich das anpasst. Ja, in der Stadt wird ja eigentlich nichts gesucht, gebraucht. Das ist nämlich sehr praktisch. Relativ sehr praktisch. Ja, aber wir müssen mal trotzdem gucken. Oh, Leute, was? Warum sagt denn das so hoch? Weil hier niemand wohnt. Das ist gut. Na, wenn die Häuser weit weggerissen sind, dann neue. Habe ich auch kein Problem damit. So, Müllverbrennungsstatus. Relativ super. Heilungskapazität, durchschnittliche Gesundheit. Wo sind ein paar Kranke? Also wo ist ein... Eigentlich habe ich alles abgedeckt. Feuerwehr, naja. Und man ist noch ein paar kleine. Hier ist Brandgefahr. So. Aber die ist auch so gut wie weg. Und hier unten machen wir noch in die Mitte. Ach, guck mal, nee, hier müssen wir ja so machen. So. Zippi. Hier unten müsste ja, genau, hier unten ist schon alles damit ausgelegt. Hier oben... Nehmen wir mal die Dings hier raus. Ich hoffe mal, es wird was, dass jetzt alles hier weg ist einigermaßen. Hier ist noch was. Da bauen wir das nämlich so um, dass wir hier unten nur noch Wohngebiete haben. Hier ist ein ganz... Ach nee, hier habe ich ja angefangen gehabt mit dem Bauen oder was. So. Nee, komm mit dem Wohngebiet hin. Ach Leute, bald ist die Gamescom und ich bin nicht da. Das ist so schrecklich. Also ich muss wirklich sagen, das ist echt traurig.
die Gamescom, die hat mir extrem gefallen. Auch wenn man da manchmal 3 Stunden, also ich habe am ersten Tag gleich die Nacht von der Gamescom kennengelernt. Ich habe, wie viele Stunden habe ich denn gewartet gehabt? Das war ja eine halbe Ewigkeit. Der Weg ist ja gar nicht verbunden. Warum das? Das war wirklich nicht nur eine halbe Ewigkeit, das war ein halbes Leben, dass ich da gewartet habe. Ich glaube 3 Stunden oder so. Ja, es ist krass. Aber für die Gamescom, das war ein Erlebnis, ja. Es war wirklich, ach du Scheinkleiste, aber es war trotzdem, das ist die Gamescom. Und ich muss sagen, wie gesagt, dass die Gamescom so ist, hat mir gefallen. Die Gamescom, da würde ich gerne, wenn ich das vom Arbeitgeber darf, nächstes Jahr gerne mal hingehen. So. Und dann drehen wir hier bitte um. Und halt bitte wieder hier, das ist eine ganz kleine Strecke hier nur. Das ist dann die Buslinie 5 und zwar ist es dann Hafen. Nice. Stadt Gewerbe. Eigentlich hätte ich beide Städte verbinden müssen, aber na gut. So, die Häuser bekommen nach und nach auch noch ihre Bestimmung, sagen wir es mal so. Und hier laufen aber noch keine Menschen rum. Okay. Dann wollen wir mal die Route bearbeiten. Jo, auf dem Fußweg läuft kein Schwein rum. Hier laufen, ja. Der Fußweg wird schon ziemlich benutzt. Also man sieht das ja auch anhand der Leuten, die ja hier oben rumlaufen. Ab zum echten Leben, das wäre ein Bauprojekt für mehreren tausend Euros, aber es wäre ziemlich nice. So. Oh, immer auf zu sprechen. Ach du heilige fucking holy shit. So. Wie groß ist die Chance, dass hier jemand umdrehen möchte? Die müssen bleiben. Jetzt noch. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Steuern zu. Ich will ungern die Steuern senken. Oh mein, hier ist es. Und hier hilft Boeing. Das wäre wirklich. Oh, als Kind hätte man sich da extrem gefreut. Überlegt mir, ihr habt so neben euch direkt so einen Hüpfboeing-Park. Der wäre für jedes Kind in abgegangen, das sage ich euch. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Jedes Kind, da hätte es gespritzt bis nach Barcelona. So. Das war vielleicht ein bisschen negativ, aber ja, nicht zu böse. Was staut sich denn das hier? Hier kommen sie nicht, weil ab hier ist ein Schluss oder was? Dann machen wir es mal, machen wir hier auch einen Kreisverkehr rein. Kleinkreisverkehr rein. Ja. Ich kann keine Kreisverkehre bauen, deswegen baue ich die fertigen oder hole ich mir die fertigen. Was ist denn, wenn man machen? Von hier?
Da soll nicht so nach oben gehen. Das ist das Schreckliche. Da reißt man mit hier jetzt so die Strecke weg. Dann machen wir es so. Die genau das gleiche. Naja, es ging schon mal perfekt, aber es ist schon in Ordnung. So, dann müssen wir noch die Straße erweitern. Das ist das Mindeste, was bei uns sein muss. Halt. So. Das ist natürlich dann die Vorfahrtsstraße und hier kommen die Ampeln raus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob sich das einigermaßen... Es ist so ein bisschen... Müsste ich das runter... Man hätte jetzt vielleicht noch die Abfahrt direkt dran machen können und die Auffahrt hier. Wer weiß, vielleicht wäre das auch gut gelungen. So, und das hat sich einigermaßen gut geregelt, weil in der Zeit, wo die reinfahren von die Rolle... Ja. Vielleicht stört sich das hier so ein kleines bisschen, aber da könnte man dagegen wirken, wenn man hier so Einbahnstraßensystem macht. Wir probieren es mal. Schluck auf, nice. So. Und das hier muss so bleiben. Jetzt gucken wir, ob alles geblieben ist. Und hier braucht man nämlich keine und das ist super. Also 10 Minuten geht schon mal die Aufnahme. Das ist okay. Ja. Ich hoffe, es klappt jetzt hier mal langsam. Also hier unten ist das schon mal perfekt geworden. Hier unten staut sich gar nichts mehr, so wie es aussieht. Ja, doch, hier hoch. Staut sich das? Wie staut sich das? Ein Tier staut sich das? Kompletter Verkehrschaos. Ach, hier unten möchte ich keinen Kreisverkehr eigentlich reinmachen. Also hier extra nochmal. Oh, Tote. Sehr viele Tote. Den Weg benutzt man trotzdem nicht. Ist ja auch ein ziemlich langer Weg, würde ich sagen. Bei 1 Million. Wir haben relativ viel Geld. Das hier stört mich ein bisschen, dass sich das so extrem staut hier. Das rotzt mich richtig an. Weil sonst läuft ja die Stadt relativ gut. Hier das kleine Industriegebiet. Hier staut sich das nochmal ein kleines bisschen. Aber es hat sich auch natürlich gut gelöst. Bin ich recht stolz. Haben wir eine Kleinstadt hier davor, ein kleines Dorf.
So. Und sobald das leer ist, können wir es abreißen. Das gleich. Ich frage mich, ob das jetzt funktioniert, wenn ich hier eine Autobahnauffahrt hier rüber mache, so. So Kreisverkehr, Kreisverkehr. Hier hinten noch dran und dann, dass die Autobahn ein bisschen entlastet. Ist das jetzt zwar nicht mehr entlastet so, aber... Gut, das ist eben ein großes Industriegebiet, damit muss man zurechtkommen. So, man könnte jetzt auch einen Fernhafen machen. So, Wasser und Strom brauchen die jeweils, das dürfen sie bekommen. Jetzt mal gucken, ob er Strom hat. Der hat Strom, nice. Und Wasser. Und wie wir das Ganze dann anschließen, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen rum. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir kommen wieder hier zurück bei Zürich Skyliners. Yeah.